Yo, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Landwirtschaftssimulator 2017er Video. Heute geht es um den Preis und wann das Spiel überhaupt rauskommt. Also das Spiel kommt am 25. Oktober 2016 raus. Das ist so dieselbe Zeit wie in den letzten Jahren. Der Preis dazu wurde angehoben. Also da erwarte ich dann auch deutlich mehr. 34,99 € kostet das Spiel jetzt. Früher kostet das, glaube ich, 29,99 € oder so, aber jetzt ist es auf jeden Fall ein paar Euro teurer. Ich bin gespannt, ob sich das lohnt, die zusätzlichen Euros dafür auszugeben. Es gibt auf jeden Fall einmal die Standard-Edition zu kaufen, Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung, dort könnt ihr euch dann aussuchen, welche Edition ihr haben wollt. Entweder die Standard-Edition, die Day One Edition, dort bekommt ihr dann ein Valtra Traktor gratis dazu in so einer Q-Edition, kostet genauso viel wie die Standard-Edition, nur ihr habt dann halt einen zusätzlichen Traktor. Und die Collectors Edition, die kostet dann 47,63 €. Da ist dann auch folgendes, ja, beinhaltet ein schwarzer Challenger und ein Fan 900 Black Beauty. Außerdem ein A2-Poster vom Landwirtschaftssimulator, welches ganz schick aussieht. 10 Sticker von verschiedenen Traktormarken. Eine ziemlich coole Collectors Box. Ein Valtra Mini-Traktor als Modell. Dann natürlich das Spiel Landwirtschaftssimulator. Dann The Art of Modding. Also das ist so ein Buch. Da geht es halt ums Modding. Ja, dann 5 Postkarten. Da sehen wir auch eine Frau drauf. Also so eine Bäuerin, die dann auch in Zukunft im Landwirtschaftssimulator vertreten ist. Dann so ein Schlüsselband, dann Making of Farming Simulator 2017 und Modding Video Tutorials, also wie das so stattgefunden hat. Und natürlich das E-Book Modding for Dummies, also Dummies, ne? Dummies ist jetzt übertrieben, aber für Leute halt, die keine Ahnung vom Spiel haben oder besser gesagt keine Ahnung vom Modden haben. Dort wird das einmal erklärt und danach sollte das auch laufen. Ja, für welche Edition entscheidet ihr euch? Holt ihr euch die Collectors Edition, die Day One Edition mit dem ja, Q-Valtra Skin oder die Standard Edition? Schreibt es mir in die Kommentare und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao!